Magi! Fang diesen kleinen Tu nicht gut ein! Schnell! Je weiter du rennst, desto schlimmer wird es dir ergehen! Ein Magi sollte aber schneller sein! Wie kann ein so kleines Kind so schnell rennen? Los, Magi! Schnapp sie! Tag. Schlag ihnen die Zähne aus! Hab ich. Du hast es geschafft! Ich wusste es! Der wollte mich bestimmt bloß dahin holen. Hast du mich hierher gebracht, um diese Banditen loszuwerden? Klar doch. Ich bin schrecklich schlau. Das sagen alle. Wie konnte ein so schlauer Junge wie du für Banditen arbeiten? Ich arbeite nicht für sie. Diese fiese Alte hat ein paar von uns eingesperrt. Sie zwingt uns, für sie zu stehlen. Eingesperrt? Ja, meine Schwester wollte uns retten. Und ich sollte sie in der Werft am Fluss treffen. Aber sie ist nicht gekommen. Suchst du nach ihr? Ich stehle dir einen Apfel. Du brauchst mich nicht zu bezahlen. Ich helfe kostenlos. Wie heißt deine Schwester? Kavit. Und ich Ifri. Wenn du sie findest, sag ihr, dass ich sauer bin. Machen wir. Ist denn hier weit? Das ist dort drüben, wurde das Straßenkind Kavit zuletzt gesehen. Ja, ein bisschen über Boote hüppen. Ja. Dieses Schiff segelt so schnell nicht los. Ist verbrannt. Okay. Mal gucken. Ah, das Schiff war im Trockendock, als es Feuer fing. Ölspuren. Ölspuren. Da hat es doch einer angezündet. Bei dem Feuer war bestimmt sogar Reh neidisch. Ja. Es heißt, das Schiff hätte gestern im Hafen Feuer gefangen. Weißt du, was los war? Nein, ich soll's nur wieder herrichten. Aha. Ein Ölhändler. Hat er Kavit gesehen? Sie hatten die Kinder eingesperrt. Das ist der Mast des verbrannten Schiffs. Ein buntes Segel. Ungewöhnlich. Ja, mein Freund, der da weiß was. Definitiv. Ach so, haben die ein Boot gebaut. Okay. Wer meine Töpfe zert... Bleib bloß weg, oder ich schlag dir die Zähne aus. Ganz ruhig. Hast du gestern ein junges Mädchen bei der Werft gesehen? Ich sehe sehr viele Mädchen. Meistens lohnt sich kein zweiter Blick. Sie würden wohl dasselbe von dir sagen. Falls du von mir Informationen willst, hat sich der Preis damit verdreifacht. Lieber werfe ich meinen Geldbeutel in den Fluss. Man muss ihn anders zum Reden bringen können. Ich würde mal sagen, so hier. Du Grobian! Ich rede ja! Na, so schnell geht das, mein Freund. Bei den Gliedern des Osiris, du bist grausam! Was war mit dem Mädchen? Bei meinem zweiten Blick hat sie gerade meinen größten Krug mit Öl gestohlen. Sie verschwand damit geschwind wie ein Dämon. Bei meiner Rückkehr zerschlugen einige Rüpel gerade meine Ware. Möge euer ganzer Haufen doch einfach im Nil versinken. Ich glaube, ich verstehe, was hier los war. Oh, jetzt gibt's wieder einen Rückblick. Wahrscheinlich.
Kavit stahl diesem blöden Händler einen Krug Öl und versteckte sich bis abends. Im Schutz der Nacht verteilte sie das Öl auf dem Schiff und zündete es an. Das Feuer erfasste das ganze Schiff. Während das Schiff brannte, befreite Kavit die gefangenen Kinder im Hafen, aber die Banditen haben sie wohl erwischt. Wem auch immer das Schiff gehört, war für die Entführungen verantwortlich. Ja, dann müssen wir mal rauskriegen, wer es war. Aber es dürfte ja nicht so schwer sein. Ein verstecktes Kind. Und da ist das bunte Segel. Die Banditen suchen nach dem... Geht doch. Ich muss mit dem Kind reden. Heile? Wo ist es denn? Ach, da ist es doch. Dein Bruder schickt mich. Wo ist Kavit? Sie und die anderen wurden in ein Haus in der Stadt gebracht. Es gehört einer reichen Frau namens Gaia. Es ist beim Hathor-Tempel. Wirst du meine Familie retten? Bei der Göttermutter. Ja. Okay. Na, dann versuchen wir mal die Familie des kleinen Mädchens zu retten. Das dürften wir schon hinkriegen. 200 Meter. Sieht weit aus. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch nicht mal in der Nähe. Schlimme Machenschaften in dieser Stadt einfach aufdecken. Geh weg! Ich muss ein Kind retten. Was fehlt dir in deiner Familie am meisten? Oh, auf jeden Fall Mutters Kochkunst. Sie macht ein köstliches Senfhuhn. Warum bin ich nur von zu Hause fort? Ich weiß, warum ich fort bin. Schlimm, was sie jetzt von mir halten würde. Gaia führte einen regen Briefwechsel. Wenn ich das lese, erfahre ich mehr über sie.
Hey! Stirb, du Sau! Zack! Wo sind die Kinder? Ja. Ich habe den Zellenschlüssel nicht. Dann hol ihn dir einfach von einem dieser ochsendummen Banditen. Hol dir den Schlüssel von einem dieser Wachshirne. Okay. Was? Ich würde gerade sagen, hä? Zellenschlüssel sein. Ich hab einen Schlüssel. Hier der Schlüssel. Lebe ewig. Schickt Neff dich? Nein, der junge Ifri. Wo ist er? Wie meinst du das? Ich bin dir hierher gefolgt. Bring Matt hier heim. Los. Hey, warum gehst du nicht mit ihm? Ich spüre die Schlampe auf, die meiner Familie das angetan hat. Wenn du mir dabei helfen willst, triff mich beim Haus von Neff. Okay.